Das, was die Große Koalition hier auf den Tisch legt, das verdient nicht den Namen Reform. Was ist denn mit der verarmten Forststrategie, die nicht drin ist in der Vorlage? Was ist mit der Biodiversitätsstrategie, die nicht drin ist? Sie verzichten auf konkrete Ziele, wie in der verarmten Forststrategie. 50% weniger Pestizide, 50% weniger Antibiotika, weniger Düngermittel. 81% der Naturräume sind in Gefahr. 63% der Tierarten sind in Gefahr. Und wir machen so, als könnten wir weitermachen mit dieser Agrarpolitik. Alle reden hier über 30% Eco-Schemes. Reden Sie doch darüber, dass jetzt festgeschrieben werden soll, dass 60% der Zahlungen weiterhin Direktzahlungen sind per Fläche. Da profitieren halt die großen Bauern von. Und für mich, muss ich ehrlich sagen, sind die Sozialisten die Umfaller des Jahres. Es gibt keine nachhaltige Anwendung von Pestiziden. Womit wir uns beschäftigen müssen, ist ein Ausstiegsszenario für Pestizide. Stattdessen reden Sie bei den Eco-Schemes von Precision Farming. Ja, ein Bauer, der genauer spritzt, spritzt doch nicht automatisch weniger. Also das Ganze ist eine Lachnummer, wenn man das so sieht, was da jetzt vorgeschlagen wird. Vielleicht können wir noch was retten, aber dafür brauchen wir die Kommission.